Weiter geht es mit einer weiteren Folge Supermarket Simulator. Jawohl, wir können eigentlich direkt zum Folgenbeginn den Markt eröffnen. Eine Kleinigkeit müssen wir aber vorher noch erledigen. Und zwar müssen wir noch die Rechnung bezahlen. Wir hatten in der letzten Folge schon die Preise angepasst. Wir hatten auch schon die Produkte nachbestellt. Also Lager ist soweit voll mit allem. Beziehungsweise ja halt, wir haben von jedem Produkt was zur Verfügung. Sagen wir es lieber so, weil voll ist der falsche Begriff dafür. Wir haben von jedem Produkt noch ein bisschen was auf Lager, sagen wir es mal so. Und ja, auf jeden Fall müssen wir jetzt noch die Rechnung bezahlen. Da haben wir einmal hier 136,9 und einmal 140 für die Miete. Haben wir somit alles bezahlt. Dann haben wir jetzt noch 4773,16 übrig. Ist gar nicht so verkehrt. Ist gar nicht so verkehrt. Ich würde sagen, wir eröffnen gerade mal den Laden. Wenn man so bedenkt, in der letzten Folge, beziehungsweise als wir das letzte Mal den Laden offen hatten, da hatten wir, glaube ich, beziehungsweise davor hatten wir auch, glaube ich, so viel Geld übrig. Dann hatten wir nachbestellt, dann waren wir nur noch bei 500 oder so. Heute hatten wir schon beziehungsweise in der letzten Folge gestern haben wir schon nachbestellt und haben immer noch 4773 Geld übrig. Das klingt gar nicht so verkehrt. So, wir werden in dieser Folge jetzt erstmal wieder an die Kasse gehen und werden hier ein paar Kunden abgesehen. Ich werde auch zwischenzeitlich dann ab und zu wahrscheinlich mal wieder ins Lager rennen und mich auch da so ein bisschen drum kümmern. Aber Hauptarbeit heute wieder abkassieren. Ich finde, das Abkassieren macht ja auch irgendwie mega Spaß. Also so zum Lager hin ist das einfach mal eine schöne Abwechslung. Wir sind ja jetzt folgendes nur wieder im Lager hin und her gerannt und so an der Kasse stehen und den Kunden zuzuschauen, wie sie einfach hier 3 Packungen Kochschinken kaufen und 3 Packungen Zucker, was auch immer das für ein Gericht wird, finde ich dann ab und zu mal ganz spannend auf jeden Fall. So, aber da hat man es wieder gesehen, die Kunden kaufen irgendwie von jedem Produkt, immer wenn sie was kaufen, 3 Sachen. Also klar, nicht immer, aber sehr häufig. Ja, 3 Packungen Zucker, 3 Packungen Kochschinken, was weiß ich, demnächst kommt jetzt wieder an mit 3 Packungen Klopapier oder so. Hauptsache, es leuchtet im Dunkeln. Ich komme damit einfach nicht klar. Es gibt so viele blödsinnige Produkte, die einfach irgendwelche Chemikalien oder was weiß ich, Rohstoffe verbrauchen, die man überhaupt nicht braucht. Aber gut, vielleicht ist leuchtendes Klopapier total der Hit. Muss ich mal schauen, ob es sowas in der Realität gibt. Einfach mal ins Klo gehängt, mal gucken, ob man sich dann irgendwie auf der Toilette wohler fühlt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Naja, wollen wir mal hoffen, dass in dieser Folge wieder sehr viele Kunden kommen. Ich glaube, es ist jetzt der erste Eröffnungstag mit Level 50. Wir hatten in der letzten Folge, glaube ich, hochgelevelt von 49 auf 50. Da hatten wir gerade offen gehabt. Jetzt der erste Tag, der, glaube ich, mit Level 50 beginnt. Vielleicht haben wir ja mal über 80 Kunden. Das wäre natürlich... Das wäre schon auf eine gewisse Art und Weise richtig krass und cool. Würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Dann würden wir auch die 20.100 oder was das auch waren für die nächste Markterweiterung, die würden wir dann schneller zusammenbekommen. Ja, wieder 3-mal Klopapier, 3-mal Reiniger oder was das war. Ups, Entschuldigung, ich habe wieder das Komma nicht erwischt. Ja, 3-mal Mozzarella, 3-mal Hackfleisch. Ja, das Typische. Ich glaube, sie hat auch 3-mal Hackfleisch mit dabei. Alles 3-mal. Ich weiß nicht, warum das bei denen so drin ist. Hier, 3-mal Mayo. Bestimmt auch 3 Packungen Eier. Da braucht man sich nicht wundern, dass die einzelnen Produkte immer so schnell leer werden. Wenn man so bedenkt, ja, wir haben da oben 3-mal quasi Geschirrspültabs drin. Ich hoffe mal, das füllt jetzt mal jemand auf, beziehungsweise ich renne lieber gerade mal selber hin. Ah, er hat schon in der Hand. Wunderbar. Ja, wenn wir da oben 6 Produkte drin stehen haben, ja, da gehen 2 Kunden hin, dann ist das leer. Hier, 3-mal Schokolade. Oh, er hat nur 1-mal Geschirrspültabs. Er tanzt voll aus der Reihe. Er hat mich jetzt hier durcheinander gebracht. Er hat mich rausgebracht. Böser Mann. Ganz böse. Ja gut, ich würde jetzt gerade mal kurz hier ins Lager laufen. Hier an den Kassen ist nicht viel los. Kasse 4 macht gerade mal kurz zu. Wir schauen mal nach, ob wir irgendwas nachbestellen könnten. Wir könnten hier theoretisch das Toilettenpapierpack mal einräumen. Kartoffeln brauchen wir noch nicht einräumen. Das ist alles noch soweit gut. Hier sieht es auch noch gut aus. Das passt auch noch. Hier Bier ist fast wieder leer. Ich sehe da gerade, dass die eine Cola-Sorte leer ist. Dann bestellen wir doch die einfach mal nach. Das ist hier die. Nehmen wir 4 Kisten. Mal schauen, dass hier die Schlangen nicht zu lang werden. Die stellen sich alle hier an Kasse 3 an, obwohl Kasse 2 und 1 quasi fast leer ist. Und Kasse 4 hat einfach gar nicht auf. Aber ist irgendwie schon mit der Kundenverteilung auch ein bisschen komisch. So, wir brauchen auf jeden Fall großes Sushi. Aber keine Zeit für Panik. Wir haben ja, wenn das Lager leer ist, meistens noch was im Laden. Ich würde jetzt einfach mal so nachbestellen. Haben wir 8 Produkte auf der Liste. Sind wir wieder einiges an Geld los. Die Kiste kippt wieder, beziehungsweise der Turm kippt wieder auf die Straße. Nicht so schön.
So, hier piepsen jetzt aber die Kassen ordentlicher, aber die stehen trotzdem alle Schlange, nur an der Kasse 3. Verrückte Leute. Also ich würde mich schon an die leere Kasse stellen, um schnell wieder aus so einem Supermarkt rauszukommen. Ich bin sowieso so jemand, ich mag einkaufen eigentlich nicht. Es ist nicht meins. Ich finde es jedes Mal irgendwie nur stressig. Die ganzen Sachen suchen, alles in Einkaufswagen räumen, dann alles wieder aufs Kassenband räumen, dann wieder alles in Einkaufswagen räumen, dann alles ins Auto räumen, alles da in Tüten stopfen, dann die Tüten ins Haus räumen, im Haus dann wieder alles ausräumen. Es ist manchmal anstrengend. Ich bin ein fauler Mensch, ich finde das nervig manchmal. Nein, ist schon okay. Einkaufen an sich finde ich nicht stressig so wirklich. Ich finde es halt nur stressig, wenn halt wirklich extrem viel los ist in den Märkten und man dann halt wirklich auch 20 Minuten mal an der Kassenschlange steht und da einfach seine Zeit vergeudet oder man an die Produkte nicht drankommt, wo man gerne dran würde, weil da 1000 Einkaufswegen davor stehen, weil da lauter Kunden rumhantieren, die ihre Sachen nicht finden oder was weiß ich. Dann stehst du da halt einfach oder tust die Leute ansprechen, hier dürfte ich gerade mal kurz hier dran oder dürfte ich gerade mal kurz vorbei. Das finde ich dann immer so ein bisschen, wo es dann so ins leicht stressige, genervte übergeht. Aber gut, man muss ja trotzdem halt nett und freundlich sein dann und dann zieht man das halt mal durch. Deswegen machen wir auch nur einen Wocheneinkauf, dann müssen wir nicht öfters einkaufen gehen. Dann haben wir das einmal in der Woche hinter uns und dann ist gut. Dann ist alles gechillt. Ja. So, da hat jemand wieder Flaschen Bier gekauft und noch zwei Fässer hinterher. Oh, 2236, das finde ich gut. Das finde ich gut, der kann öfters kommen. Der kann öfters kommen. Will niemand an Kasse 4? Kasse 4 hat offen. Hallo. Ich brauche unbedingt so eine grüne Lampe, die hier leuchtet oder so, wenn die Kasse offen ist. Würde ich cool finden. Würde ich cool finden. Oh, da, Kunde. Soll ich doch mal abkassieren. Passt, dankeschön. Okay, da 75 Cent. Dann haben wir die nächste Kundin schon hier. Die kriegt 50 und 2. Schönen Tag noch. Wunderbar. Ich lasse die Kasse offen. Soll klingeln, wenn da jemand dran geht. Nee, ich mach zu. Leckt mich. Hier die anderen zwei Kassen, da sind kaum Leute dran. Hier ist gerade kaum jemand dran. Und hier, Kasse 4 bleibt geschlossen. So. Gut, schauen wir gerade nochmal nach den anderen Produkten. Beziehungsweise schauen das Lager nochmal durch. Fehlt da irgendwas? Parmesan fehlt. Aber kann ich jetzt nicht mehr nachbestellen, weil jetzt ist die Bestellzeit vorbei. Parmesan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aber normalerweise sollte man davon noch was da haben, oder? Käse, wo hatte ich denn den? Käse war da hinten irgendwo. Da. Muss ich gerade erstmal überlegen. Wir haben umgeräumt. Die Kühlregale stehen nicht mehr hier drüben an der Wand. Es ist alles verwirrend. Gut, wir haben noch ein bisschen was da davon, aber ziemlich wenig. Haben wir noch Bierflaschen und so weiter da? Das hatte ich eigentlich alles erst nachbestellt, ja. Ist nur nicht... Oh, nein, das wollte ich hier gar nicht reinräumen. Upsi. Das muss ich gleich mal wieder abändern. Ich wollte eigentlich die Kiste nur aufmachen, gucken, wie viele da drinnen stehen. 3 Flaschen, okay. Füll mal gerade mal so ein bisschen auf. Entschuldigung, ich muss hier gerade mal durch. Entschuldigung, danke. Man turnt immer so über das Kassenband. Das macht man so, ganz professionell. So. Da sind die Getränke. Ja, ich kann ja den Kollegen gerade mal mithelfen. Ach, Frau Arschgeweih ist wieder da. Frau Arschgeweih ist wieder hier am Start. So. Können wir noch irgendwas auffüllen? Ich würde jetzt hier einfach die Kiste mal mitnehmen. Das hatte ich hier. Ah, leider noch eine Packung übrig. Müsste jetzt nochmal ein Kunde in eine Packung... Krallen. Ich gucke jetzt mal hier nach dem Zeug. So, was haben wir denn hier? Da ist auch schon wieder Platz. Ja, wenn ich den Kollegen jetzt so ein bisschen nachhelfe, dann sind die schneller fertig und dann kann ich ordentlicher nachbestellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass noch so viele Kartoffeln übrig sind. Ah jo, einen Sack könnte man noch nachfüllen. Habe ich noch eine Kiste mit nur einer Kartoffel drin? Ja, nicht. Gut, dann machen wir das so. Mehl und so weiter. Gucken gerade nochmal, was für ein Produkt ist noch ziemlich leer. Ketchup. Na, vielleicht kriegen wir die Kisten sogar komplett weg vom Ketchup. Ich
schnell mal außen rum gerannt. Ketchup war hier. Ja, haben wir komplett leer. Cool. Heißt, Ketchup können wir nachbestellen. Brauchen wir auch 6 Kisten von Ketchup. So, 1, 2, 3, 4. Müssen wir dann noch 2 Stück separat bestellen. Wie sieht es sonst aus? Mayo könnte man 4 Packen oder so nachfüllen. Könnte man theoretisch machen. Ah, 7 Flaschen haben wir noch da davon. Schade, dass ich die Kiste jetzt nicht leer kriege. Sonst hätte ich das auch gleich mit bestellen können, aber gut. Gucken wir mal, ob wir hier das Zeug loskriegen. Wo war denn das? Das war hier unten. Cool. Kiste ist leer. Eine Packung haben wir noch auf Lager. Die würde ich mir jetzt auch gleich nochmal krallen. Und da muss ich nochmal im Computer gucken, was war das eigentlich nochmal? Ich glaube, das ist auch als... Ach, ich renne immer hier hinten hin. Das haben wir aber jetzt hier vorne. Das war auch Käse-Schinken-Röllchen, glaube ich. Obwohl es nach irgendwas Fischiges aussieht. Also, keine Ahnung. Ich glaube, wir haben den letzten Kunden weggeekelt. Das heißt, wir können jetzt gleich hier den Laden zumachen. Die Kollegen können ja noch weiter einräumen. Das ist ja kein Thema. So, wir beenden den Tag. Sehr erfolgreich hoffentlich. 77 Kunden, alle waren zufrieden. Tag 119 ist es schon. Wir haben 6.540 verdient. Uiuiui. Das haben wir jetzt innerhalb 2-3 Tagen verdient oder jetzt übrig das Geld. Das ist doch schon mal ganz cool. Olivenöl ist wieder günstiger geworden. Oh Gott, wo habe ich Olivenöl nochmal? Das habe ich hier hinten. Dann kommen wir eigentlich recht schnell wahrscheinlich zu den 20.000, hoffentlich. Ah gut, ich muss jetzt wieder einiges nachbestellen. Gehen wir auf 5,69 beim Olivenöl. Tee könnte ich auch mal auffüllen. Wo hatte ich denn den Tee? Den habe ich hier. Wo habe ich den eben gerade gesehen? Ich habe den irgendwo gesehen. Da. Ich finde meine eigenen Produkte hier nicht mehr im Markt. Das ist natürlich schlecht. Ich habe mich noch nicht an die neue Ordnung gewöhnt. Das hatte ich hierher. Gut. Ich guck mal, ob ich hier die Kaffeepackung noch leer bekomme. Wo habe ich denn den Kaffee jetzt hingepackt? Hier. Gut, da ist aber alles aufgefüllt, aber komplett. Ich weiß nicht, ob wir beim Kaffee einfach, damit das Fach voll wird, vielleicht hier nochmal unten auch noch was dazustellen. Aber nee, komm, lassen wir so. Das lassen wir so. So, Chips sind, glaube ich, leer, wenn ich richtig gesehen habe. Ob ich hier die 2 Pullen noch loskriege? Nee, kriege ich nicht. Schade. Schade, schade, schade. Gut, dann müssen wir einiges wieder nachbestellen. Und zwar Toilettenpapier. Ups, die Liste ist ja schon voll. Aber wir brauchen dann 3 Packen auf jeden Fall davon. Gut, bestellen wir erstmal so. Dann 1, 2, 3. Von dem anderen brauchen wir bestimmt auch. Brauchen wir auch 3 Packungen. 1, 2, 3. Dann haben wir das auch. Dann brauchen wir Spülmittel. Da habe ich jetzt 4 auf die Liste gesetzt. Insgesamt brauchen wir 6 Stück, also nehmen wir nochmal 2 mit. Dann brauchen wir beide Sorten Bleichmittel. 1, 2, 1, 2. Mehr Kisten passen da nicht rein. Kartoffeln könnte man nichts nachbestellen, weil die Kiste, da müssten jetzt noch 3 Kartoffelsäcke drin sein. Jetzt nicht irre. Kaffee, wie gesagt, war ja voll. Zucker haben wir noch da, das haben wir noch da. Hier ist soweit alles in Ordnung. Die Chips brauchen wir, die mit der gelben Packung. 1, 2, 3, 4. Gut, dann sind wir wieder bei 10 Produkten. Dann haben wir das. Schokolade brauchen wir. Schokolade haben die Kunden sehr viel gekauft. Haben wir auch 6-mal direkt mit. Also an der Kasse schon oft eingekauft worden, muss man schon wirklich sagen. So, Bier brauchen wir wieder 2 Kisten von den Bierfässern. Dann haben wir da oben noch das Soda, das ist in Ordnung. Wodka haben wir noch da, das haben wir noch da. Eis haben wir noch da. Hähnchen bräuchte man vielleicht mal 3 Kisten. Hähnchen. 1, 2, okay, da brauche ich gleich nochmal einen. Habe ich jetzt nur 2 auf die Liste gekriegt. Nehmen wir gleich nochmal einen auf die Liste. Gut, dann haben wir das. Und das Sushi haben sie noch nicht alle bekommen. Ich gehe jetzt gerade nochmal nachgucken, falls ich Sushi finde. Wow, hab eine Packung losgekriegt. Krass. Ja gut, dann brauche ich da erstmal nichts nachbestellen. Hier ist auch noch alles da. Das ist noch da. Hier ist noch da.
Parmesan hatte ich ja schon auf der Liste drauf und habe ich nachbestellt. Ketchup, glaube ich, hatte ich auch nachbestellt. Hier oben diese komischen Schinkenrollen, Käse-Schinken oder so. Das hier. Boah, das ist auch verdammt teuer. Das war jetzt auch verdammt teuer. Na gut, ich würde sagen, wir räumen jetzt erstmal ein. Dann machen wir nochmal einen Kontrollrundgang. In der Zeit sollten dann auch die Kollegen irgendwann mal fertig sein. Die sind ja immer noch am fleißigen Einräumen. Die werden halt nicht fertig. Bräuchte mittlerweile 10 von denen, glaube ich, dass man bei Ladenschluss dann fertig wäre. Das ist natürlich doof. Naja. Gut, ich kann ja in der Zeit trotzdem schon mal einräumen. Bis ich dann fertig bin, sind die vielleicht auch irgendwann mal fertig. Und dann passt das. Dann kann ich nochmal den Rundgang machen und dann nochmal das, was fehlt, nachbestellen. So. Nochmal Toilettenpapier. Ketchup. Genau, das hatte ich ja vorhin auf die Liste draufgesetzt. Das haben wir dann gleich eingeräumt. Käse, der ist ganz wichtig. Der Parmesan war ja leider leer. Oder beziehungsweise nur noch 3 Packungen im Kühlfach drin. Hätte ja sein können, dass es jetzt sogar noch weniger sind. Oder könnte sein, dass es gerade noch weniger waren. Vielleicht war es auch leer. Aber hat sich auf jeden Fall keiner beschwert. Alle waren glücklich. So, Hähnchen. Was haben wir hier? Hier haben wir nochmal diese komische Rolle. Da haben wir nochmal Hähnchen. Was ein Gerenne immer noch. Ja, ich bete immer noch, dass ein Update kommt. Dass man die Arbeit abgenommen bekommt. Wenn ich da auch dafür nochmal extra Mitarbeiter einstellen müsste oder die zur Schulung schicken muss oder so. Das würde ich ja auch cool finden, wenn man die Mitarbeiter hochleveln könnte. Ja, also zum Beispiel, wenn man jetzt hier Mitarbeiter an der Kasse einstellt und die fangen erstmal in einem langsamen Level an. Ja, total gechillt, so wie die jetzt drauf sind, also total langsam und unnütz, ja? Sagen wir es mal so. Und wenn man die dann hochleveln könnte, wenn man da Geld investieren könnte in die Mitarbeiter und die dann besser werden, das würde ich cool finden, wäre ein cooles System. Genauso die Einräumer, wenn man die irgendwie einstellt, dann können die erstmal nur vom Lager in den Markt räumen. Wenn man dann hochlevelt, können die dann auch von der Straße die Kisten nehmen und im Lager einräumen und vom Lager dann in den Markt oder so. Würde ich komplett abfeiern, so ein Level-System für die Mitarbeiter, dass die nicht immer so kacke langsam sind. So, hier habe ich anscheinend wieder eine Kiste zu viel bestellt. Juhu. Mache ich ja gerne. Ich habe sogar 2 Kisten so viel bestellt. Ah, ich habe 6 Kisten von dem Zeug bestellt statt 4. Ich war da mit der Kistengröße, glaube ich, falsch. Gedanklich. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Jetzt haben wir da wahrscheinlich längere Zeit die Kisten rumfliegen. Ich räume gerade erstmal die Straße wieder frei. Das ist natürlich ein bisschen blöd, aber gut. Haben wir für die Zukunft vorgesorgt. Das ist auch schon mal schön. Können wir also dann auffüllen, wenn es leer wird im Regal. So, Schoki. Schoki, Parmesan, so, ich nehme mal gerade die Kiste hinter der Mülltonne mit, bevor ich die noch übersehe, und ich glaube, unsere Mitarbeiter sind endlich fertig mit dem Einräumen, oder? Wobei, einer rennt hier noch durch die Gegend, aber ich glaube, jetzt macht er auch Feierabend erstmal, beziehungsweise Pause, stellt sich raus vor die Tür. Ja, die Kisten, da werde ich noch oft drüber fliegen. Das ist natürlich echt doof. Aber was willst du machen? Passiert. So, haben die jetzt komplett hier das und das schon wieder leer gemacht? Würde ich jetzt gleich nochmal nachbestellen, damit wir wieder alles auf Lager haben von dem Zeug. Hat ja eigentlich genug bestellt, aber die mussten anscheinend im Markt so viel auffüllen, dass hier das direkt leer geworden ist. So, nochmal Ketchup. Und nochmal. Und wieder zurück. Und nochmal. Und wieder zurück. Willkommen im Hin- und Herlauf-Simulator. So. Seife. Kann ich eine Kiste nachfüllen? Sehr schön. Dann fliege ich da schon mal nicht drüber. Wie gesagt, ich würde jetzt hier nochmal Bleichmittel nachbestellen. Und dann laufe ich nochmal durch das Lager und gucke nochmal nach, was jetzt wirklich noch fehlt und was nicht. Hier die Kuchen fehlen zum Beispiel. Kuchen, dann haben wir schon wieder fast eine Bestellung voll. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Süßigkeiten fehlen auch. Gut, da muss ich eh nochmal. Oh Gott, da muss ich noch wieder so oft hin und her laufen. Süßigkeiten. 1, 2.
Und dann noch vier hinterher. 1, 2, 3, 4. Selbstsoda ist auch leer. Nehmen wir auch nochmal vier Kisten mit. Ansonsten glaube ich, würde ich das erstmal so durchgehen lassen. Hier auch. Oh, Kalbskotelett ist fast wieder leer. Das wird wieder teuer. Das wird wieder teuer. Hier, Mehl haben sie auch leer gemacht. Alles klar, Mehl, das Billigmehl, 1, 2, 3, ups. 3, 4. So. Dann räumen wir das gerade mal da ein. Ich würde schon mal den Markt eröffnen. Machen wir schon mal, oder? Rechnung kann ich gleich noch bezahlen. Wir machen schon mal auf. Ich räume die paar Sachen noch weg und dann stürme ich wieder an die Kasse. Dann kann das hier schon mal so parallel laufen. Mein, direkt zu Beginn Ladenöffnung brauchen sie mich nicht an der Kasse. Aber halt, wenn es knapp wird, könnte man einspringen. Beziehungsweise, wenn es ein bisschen zu voll wird, kann ich einspringen. So, hier haben wir nochmal Bleichmittel. Die alte Version. Sepsoda. Bonbig Bubble Bus. Süßigkeiten. Ich frage mich halt, was das ist. Bubble Bus. So, von der Packung sieht es irgendwie aus wie so Mäuschen, so weiße. Aber man erkennt halt keine Kontur. Es könnte auch irgendwie so eine Art, ja, Zuckerwatte sein oder so eine Art Kaugummi. Da gibt es ja auch so Zuckerwatte, wenn du die kaust, wird die zu Kaugummi. Ja, ist jetzt ein bisschen blöd zu beschreiben, aber so Zeug gibt's ja. Hat mir früher als Kind immer mal geholt. Vielleicht ist es auch sowas in der Art. Weil Bubble Bus klingt ja auch irgendwie so ein bisschen wie... Ja, man kann ja auch so eine Blase quasi mit Kaugummi machen, deswegen... Bubble, Blase, ja, Kaugummi und so weiter, geht's auch irgendwie in die Richtung. Das ist halt hier so ein Marmorkuchen, würde ich sagen. Sieht so aus. Ja, nur mit Sternlogo halt in der Mitte vom Kuchen. So, die Kassen piepsen schon fleißig. Dann gehen wir doch gleich mal gucken, was da Sache ist. Ja, ist aber noch ganz gechillt, noch nicht so viel los. Hier ist wieder nicht korrekt aufgefüllt. Da haben die Mitarbeiter wieder geschlampt. Naja, wir kennen es ja nicht anders von denen, dass die nicht hundertprozentig auffüllen manchmal. Das finde ich auch mal so ein bisschen doof. Hier, ich fülle mal hier gerade die Fässer. Nö, tue ich nicht. Er läuft hier gerade blind in den Markt. Ich frage mich, wie er was sieht. Kiste leer? Kiste leer. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Rein da. Jawohl. Hier, bester Supermarkt aller Zeit. Kommen Sie rein. Hereinspaziert. Der edle Herr. Kommen Sie herein. Der rote Teppich ist ausgerollt. Gedanklich. Hereinspaziert. Ich würde sagen, ich mache mal die Kasse 4 auf. Ich glaube, draußen bin ich nicht ganz so sinnvoll. So. Kasse 4 hat geöffnet. Sie können herkommen. Hallo? Möchte jemand? Kasse 4? Ah, hi. Das ist nicht so viel Geld, was wir da gerade bekommen haben. Hallo, Kasse 4 ist offen. Kasse 4 ist offen. Hallo. Auch die mögen mich nicht. Da mag ich die auch nicht. Die sind alle doof. Nee, ich weiß nicht, irgendwie Kasse 2 und 3 ist so Lieblingskasse von den Kunden. Kasse 1 ist so ein bisschen, ja, wenn es sein muss. Kasse 4 ist so, da gehen wir nicht hin. So ungefähr komme ich mir immer vor. Ach ja. Hallo? Da steht so lieber Schlange an den zwei Kassen da. Beziehungsweise auch an Kasse 1. Kasse 4 interessiert wirklich keine Sau. Es ist so frustrierend. Hallo. Möchte jemand? Hat jemand Lust auf Kasse 4?
Ich habe da auch kein Schild mehr hier stehen. Die Kasse ist offen. Ich glaube, ich mache gleich zu und gehe ins Lager nachbestellen. Die wollen doch eh nicht hier hin. Oder ist das offen? Wenn jemand hierher kommt, muss halt geklingelt werden. Machen wir es so. Das ist so gemein von den Kunden. Ja, jetzt auf... Ich gehe an den Computer und jetzt nö. Einfach aus Prinzip nö. Nö. Ach man, ich muss ja. Kann ich ja meinen Kunden nicht antun. Für so wenig Geld bin ich jetzt hierher gekommen. Schämen Sie sich. 63,40. Okay. Darf ich jetzt weitermachen? So, Bierfass brauchen wir auf jeden Fall. Ich kann so zweimal auf die Liste setzen. Was ich jetzt erstmal noch mache, ist hier das Licht an. Knips. Ja, 6er-Pack Milch. Wir haben immer noch eine Packung in der Kiste da drin. Hält sich unglaublich gut. Ich gebe jetzt schon mal die Bestellung ab, weil ich Bedenken habe, dass ich von der Kasse nicht mehr wegkomme. Aber hey, wir haben einen ganzen Kunden hier stehen. Wow. Wow. Kasse 4. Retter des Tages. So, 20. Ach, ich hätte auch gerade eigentlich so ein anderes, so ein 25-Cent-Dingens nehmen können. Aber hey, was soll's. Immer schön den Kunden Kleingeld mitgeben. Ich würde es ja jetzt verstehen, wenn wir irgendwie an Kasse 2 oder an Kasse 3 hübsche Mitarbeiterinnen hätten, aber haben wir ja nicht. Warum die dann trotzdem da so heiß auf Kasse 2 und 3 sind, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So, ich würde sagen, ich räume gerade mal ein. Klingeling. Bin gleich da, bin gleich da. Hallo. Ernsthaft? Deswegen bin ich jetzt an die Kasse? Mir kann man es aber auch echt nicht recht machen. Oh, Wechselgeld, ja gut. Ja, mal mit einem 100-Dollar-Schein hier Chips bezahlen. Das sind mir die Liebsten. So, das und das. Schönen Tag noch. Nächstes Mal gehen sie an die Tanke. So. Ja, Kaffee. Also ich glaube, heute nehmen wir nicht ganz so viel Geld ein. Ich glaube, heute... Also wenn die anderen auch so Beträge haben wie ich hier, ständig so Kleckerbeträge, dann wird das kein guter Tag. Ist das frustrierend. Ja, wenigstens hier mal jemand, der ordentlich Sushi kauft. Nice. 236 muss er bezahlen. Cool. 210 hat er bezahlt. Kriegt also noch ein bisschen was zurück. So, so, so. So. $104,67. Okay, jetzt geht's so langsam in die richtige Richtung. Schönen Tag noch. Oh, da kauft jemand gleich dreimal Lasagne ein. Schmeckelasse. Schönen Tag noch, oder beziehungsweise schönen Abend. Tag ist ja nicht mehr. 160, da hat doch gar nicht so viel gekauft, aber anscheinend die richtigen Produkte. Das finde ich gut. Wenig kaufen, die richtigen Produkte und zack, schön hoher Beitrag. Beziehungsweise Betrag, nicht Beitrag. Wechselgeld 8,30. Gut, machen wir hier. 8 und 30. Leertaste. Der nächste. So, was haben wir hier Schönes? Kartenzahlung 35,05. Jetzt hätte ich dem beinahe noch einen Cent mehr abgenommen. Gut, ich mache die Kasse 4 gerade mal zu. Schau mal nach, wie es hier im Lager aussieht. Brauchen wieder mal Macaroni. Das müssen wir irgendwie jeden zweiten, dritten Tag nachbestellen. Das wäre auch schön, wenn man das nochmal ein bisschen auseinanderreißen würde. So, nehmen wir viermal. Kaffee ist jetzt aber auch komplett leer. Also der mit der dunklen Röstung und der mit der mittleren Röstung, glaube ich, war das. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, jetzt müssen wir erstmal dann abwarten. Was macht hier unser Produkt, was fast am Leergehen ist? Kalbskotelett. 10 Stück haben wir noch da. Schon wochenlang im Lager rumliegen.
Lecker, lecker für die Kunden. Ja, das wird noch ganz spannend dann, wenn hier das MHD verfügbar ist im Spiel. Das soll ja auch noch bei dem einen oder anderen Produkt hinzukommen. Dann noch das Mindesthaltbarkeitsdatum haben. Ich weiß zwar noch nicht genau, wie das dann umgesetzt wird mit dem Kontrollieren und so weiter. Aber falls man das auch als Spieler noch machen muss, dann hat man wirklich gut Beschäftigung. Musst ja vor jeder Ladenöffnung dann erstmal durchgucken oder so. Da bin ich mal gespannt, wie das alles hier noch wird. Her mit der Kiste. Dann Bierfass stopfen wir gerade mal da rein. Letzte Kundin. Letzte Kundin des Tages. Würde gerne eigentlich mal ein Foto vormachen, aber dann leuchtet immer die Kasse auf. Das ist so ein bisschen blöd. Da muss ich so vorbeischielen. Naja, machen wir es so. Ne, Kollegen. Okay. Ja, dann werden wir gleich. Achso, ich habe die Rechnung, glaube ich, noch nicht bezahlt, oder? Die wollte ich eigentlich noch begleichen. Genau, tun wir die gerade schon mal wegmachen. Lasse ich gleich mal die Seite offen, weil da muss ich gleich eh wieder dran. Letzte Kundin ist weg. Beenden wir den Tag. Tag 120 schon, 75 Kunden, 525 Supermarktpunkte, 6.395 schon mal eingenommen. Ist auf jeden Fall schon ein bisschen mehr geworden. Oh Gott, jetzt hat sich hier wieder alles Mögliche vom Preis angepasst. Und ich weiß noch nicht mal, wo die Produkte stehen. Milch 6er-Pack hat sich auf jeden Fall angepasst. Dann irgendein Schinken. 10,55. Irgendein Schinken hat sich vom Preis verändert. Hier der. Gehen wir auf 5,39, meine ich natürlich. Die anderen Produkte habe ich vergessen. Alle Mieten sind bezahlt. Hä? Ich muss heute keine Miete bezahlen? Cool, haben wir wieder mal einen Spielfehler. Krass, also wenn ich vielleicht am Tagesende erst die Miete bezahle, kommt das Spiel vielleicht durcheinander und berechnet mir die Miete nicht. Cool. Haben wir ein bisschen Geld gespart. Könnte ruhig öfters sein, der Fehler. Aber ich glaube, ich habe dafür auch schon öfters mal doppelt und dreifach Miete und Rechnungen bezahlt, die ich eigentlich schon bezahlt hatte. Manchmal dann nach dem Spielstart plötzlich waren wieder mehrere Rechnungen da oder so. Also da scheint noch irgendwie der Wurm manchmal drinnen zu sein. So, wir gucken jetzt auf jeden Fall gerade nochmal durch, was für Produkte sich noch vom Preis verändert haben. Es waren insgesamt 4 Stück. Milch hatten wir angepasst. Das ist erledigt. Gemischte Pizza war es noch genau und noch irgendwas anderes. Passen wir erstmal die Pizza an, da muss ich ja gar nicht mehr so weit rennen. So, hier die Pizza. Oh Gott, ist die günstig geworden. 4,30? 4,33? Das nehmen wir. Komm, wir nehmen 4,33. Schön beschissener Preis. Kann man an der Kasse schön rechnen. Also die Pizza haben wir auch angepasst. Und was war es noch? Das hatten wir. Die Pizza. Nochmal durchschauen. Hier Schinken. Schinken hatte ich, glaube ich, angepasst. Schinken schaue ich aber gleich nochmal nach. Da bin ich mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher. Also Schinken, Pizza, Milch, Orangensaft. Orangensaft war es. Orangensaft. Gut, ja, man kommt ja immer so ein bisschen durcheinander, wenn man halt schon länger spielt, dann irgendwann bist du da raus und weißt nicht mehr, hast du das jetzt in der Folge schon gemacht oder war das in der anderen Folge oder war das dann da? Hast du das schon gemacht? Ja, nein, vielleicht. Gerade wenn man halt so stundenlang spielt, dann ist man halt irgendwann komplett lost und weiß gar nicht mehr, wo eigentlich oben und unten ist. Was hat man jetzt in der Folge gemacht, was in der letzten? Das ist immer total schwierig. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie sich vorstellen kann. So, wir füllen jetzt erstmal hier auf und dann gucken wir mal, was wir noch alles bestellen müssen. Ist auf jeden Fall sehr viel Zeugs wahrscheinlich wieder. Das Schöne ist, wir haben 12.111 Geld gerade zur Verfügung, wobei ich das gar nicht so viel gerade finde. Also so pro Tag bleibt ungefähr im Durchschnitt, würde ich sagen, um die 2.000 bis 3.000 Geld hängen. Manchmal mehr, manchmal weniger. Ist nicht ganz so viel, ja. Es sieht immer erstmal so viel aus, bis man dann alles nachbestellt hat. Dann auf einmal ist wieder alles weg fast. Bis auf 2.000, 3.000, die dann übrig bleiben. Kann ich immer noch nicht nachfüllen, schade. Ah, der Kaffee mit der hellen Röstung ist auch leer. Heißt, wird eine komplette Kaffeebestellrunde. Gut, das kriegen wir aber hin. 1, 2, 3, 4. Bestellen wir erstmal und dann nochmal zwei von denen.
Wobei, die lasse ich jetzt erstmal so auf der Liste stehen. Wir müssen eh noch weiteres Zeug bestellen. Die Kollegen sind ja hier noch fleißig am Umräumen und Einräumen. Das ist jetzt der Kaffee mit der hellen Röstung. Das ist die mittlere. Das ist nochmal die helle. Oh, da hat gerade ein Kollege noch eine Kiste in der Hand gehabt. Kann sein, dass wir jetzt zu viel davon haben. Na, wobei, nee. Der hatte nur eine Kiste rausgenommen, die wir schon reingeräumt hatten. Die hat er jetzt wieder. Die ist also nur ein bisschen leerer wieder eingeräumt worden. Alles klar. Nee, dann passt aber von der Menge. Gut, das haben wir jetzt noch zweimal auf der Liste. Schauen wir noch, was fehlt. Die Chips fehlen, die andere Sorte. Also hier die. Hatte ich jetzt viermal draufgesetzt. Genau, okay. Sechserpack Milch. Alles klar. Haben wir lange nicht mehr nachbestellt. Wird mal wieder Zeit. So, dann füllen wir das gerade noch auf. Ups. Naja, aber wenn man es positiv sieht, wir brauchen nur noch um die 9000, bis wir die nächste Erweiterung kaufen können. Und dann haben wir ganz viel Platz im Markt hoffentlich, weil dann ist die komplette Ecke da hinten weg. Dann können wir, glaube ich, nochmal ganz schön den Markt umräumen. Da können wir, glaube ich, nochmal einiges machen. Das gibt uns nochmal sehr viel Möglichkeit. Und dann, bis wir dann irgendwann halt das nächste Level erreichen, beziehungsweise die nächste Lizenz kaufen können, sollten wir dann genug Platz auf jeden Fall haben für neue Sachen und dann können wir das da alles ganz schön gestalten. Das klingt alles schon mal ganz gut. So, was brauchen wir noch? Bier. Bier. Nehmen wir viermal mit. Das passt alles noch. Die Krabbensticks. Die Krabbensticks. Brauchen Krabben. So, haben wir auch viermal draufgesetzt. Müsste eigentlich passen. Haben die Pommes schon wieder weginhaliert? Was ist denn da los? Die hatten wir doch auch erst nachbestellt. Vier Kisten Pommes. So, räumen wir das erstmal ein. Ja, wir laufen wieder hin und her, hin und her, hin und her. Ach ja. Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich in der nächsten Woche, beziehungsweise wenn ihr dieses Video seht, ist ja schon die nächste Woche, ob ich in dieser Woche dieses Spiel nur noch jeden zweiten Tag bringe. Für mich ist das halt so, dass ich jeden Tag hier gefühlt 2-3 Stunden am Stück einfach nur hin und her renne. Ups, jetzt habe ich das hier falsch eingeräumt. Das ist irgendwie, ja, nicht ganz so viel Abwechslung für mich. Ihr seht ja nur jeden Tag eine Folge, da geht das vielleicht noch. Aber halt, da ich halt viel aufnehmen muss, ist das für mich halt 2-3 Stunden am Stück wirklich nur hin und her rennen. Ich weiß halt noch nicht, welches Spiel ich als Alternative bringen könnte, jeden zweiten Tag. Gott, was war denn das hier oben nochmal? Weiße Packung. Käse, Schinken, irgendwas? Keine Ahnung. Also auf jeden Fall ist so der Plan vielleicht, bis ein Update kommt. Schinkenrolle, Schinkengebäck, das war's. 1, 2, 3, 4. Bis halt ein Update kommt, wo man dann halt wirklich wieder hier schön Fortschritt... Ich sollte vielleicht auch die Sachen bestellen. Beziehungsweise ich habe erst 6 Produkte hier auf der Liste. Kartoffeln könnte ich immer mitnehmen. Wie gesagt, bis dann halt irgendein Update kommt und der Spielverlauf wieder ein etwas anderer ist. Mayonnaise. Mayonnaise. 3, 4. Okay, es passt nur zweimal auf die Liste. Müssen wir gleich nochmal viermal bestellen. So, haben wir so mitgetan. Was war das hier? Das war...
das ist manchmal so nervig, wenn das Regal halt so grün aufleuchtet, dann siehst du nicht genau, was auf dem Etikett drauf ist. Sind das diese Jakobsmuschel, Muschelkratzer? Ja, 1, 2, 3, 4. Gut, brauchen wir noch irgendwas? Öl haben wir noch da, die Eier haben wir noch da. Das könnte man auch erstmal so lassen. Das könnte man alles so lassen erstmal. Toilettenpapier könnte ich nochmal mitnehmen, das ist leer. Nehmen wir erstmal zweimal das noch mit. Dann brauche ich, glaube ich, noch viermal von dem alten, günstigen Toilettenpapier, was nicht im Dunkeln leuchtet. 1, 2, 3, 4. So, zack. Zwei. Das müsste... Ah, nee, das ist anderes Toilettenpapier. Hier haben wir Nummer 3. Und wahrscheinlich... Nee, das ist nicht Nummer 4. Das ist nicht Nummer 4. Das ist hier dieses Muschelkratzer. Aus Pripyat. Schön verstrahlt wahrscheinlich. Man weiß es nicht so genau. Da haben wir Hähnchen. Wo war das? Das war... Lasagne ist auch noch leer. Gott, jetzt finde ich wieder die ganzen Sachen nicht. Ah, das war hier oben. Okay. Schon gefunden, gar kein Thema. Ich weiß, wo meine Sachen stehen. Gegenteiltag! Ja, nee, ich muss stellenweise auch ein bisschen suchen. Da müsste man vielleicht auch nochmal irgendwann ran, das umsortieren. Was halt nicht so gut möglich ist, weil das Lager halt momentan für meine Bedürfnisse zu begrenzt ist. Ich hätte gern mehr auf Lager, hätte gern mehr ein bisschen Platz, ich hätte gern halt eine etwas andere Ordnung vielleicht hier noch, aber ja, ist halt momentan auch nicht machbar. Also ich habe so viele Punkte hier momentan, wo ich mir wünschen würde, dass es ein bisschen anders schon wäre. Klar, Early Access Spiel ist so eine Entwicklung und so weiter. Und es ändert sich ja auch ständig was an dem Spiel. Aber es wird halt jetzt langsam wirklich Zeit, dass ein Update rauskommt, weil je höher man natürlich vom Level kommt, desto aufwendiger sind wieder die ganzen Aufgaben außenrum. Das war ja auch schon vorher so. Ja, als das Spiel rauskam, war das ja noch alles begrenzter. Da gab es ja, glaube ich, auch noch keine Mitarbeiter und so weiter. Da warst du irgendwann auch an einem Punkt, wo du so überlegt hast, jo, lohnt sich das jetzt noch weiter zu spielen, bis ein Update kommt? Oder wartest du lieber, dann hast du einen schnelleren Fortschritt und ist einfach dann schöner, wieder zuzuschauen. Und dann kam irgendwann ein Update, dann hat man wieder weiterspielen können bis zu einem gewissen Punkt, an dem sind wir halt jetzt auch wieder angekommen, wo man dann sagt, jo, nö, jetzt an dem Punkt rennt man die ganze Zeit eigentlich nur wieder hin und her und macht kaum Fortschritte. Ja, und ich wette mit euch, wenn dann das nächste Update kommt, ist es wieder anders, dann hat man wieder schlagartig hier Fortschritte und es geht rasant weiter und so weiter. Und deswegen bin ich immer noch am Überlegen, ob ich das ein bisschen seltener bringe, das Spiel. Aber wie gesagt, ich brauche halt dann noch eine Alternative. Muss ich mir noch was rausholen? Ihr schreibt ja immer ganz fleißig Vorschläge in die Kommentare. Muss ich mir mal alles so durchschauen und gucken, was ich da noch so hab. Und dass man dann da vielleicht jeden zweiten Tag irgendwie ein anderes Spiel bringt. So, Bleichmittel brauchen wir auf jeden Fall noch. Würde ich jetzt auch noch hier in der Folge bestellen. Wir sind schon bei 43 Minuten, sehe ich gerade. Zeit schon fast wieder um. So. Ja, und Geld ist auch schon wieder komplett weg. Das heißt komplett weg. Komplett nicht, aber ich muss noch ein bisschen was bestellen. Ja, wir sind schon bei unter 8000 gleich. Die Kuchen fehlen auch noch. Verdammt. Hier die, diesmal. So, müssen wir das bestellen und hier nochmal 4. Ups, das waren jetzt 5 Klicks. Da wollen wir einmal nochmal einen zurücknehmen. Gut, das nochmal aufräumen. Da kommt der Kartoffelbrei hin. Wobei es auf dem Bild auch so ein bisschen aussieht wie Knödel. Also oben sieht es aus auf der Packung wie Kartoffelbrei und unten wie Knödel. So, das sind die Küchlein. Packen wir gleich mal da rein. Das ist nochmal Kartoffelpüree. Dupdidupdidu.
So, was fehlt jetzt noch? Mehl haben wir noch da, das haben wir noch da. Also das Regal würde ich jetzt komplett einfach mal abschließen. Das hier würde ich auch komplett abschließen. Da sind wir mit fertig. Hier würde ich auch sagen, das ist abgeschlossen. Was das Auffüllen betrifft. Hier würde ich auch sagen, ist soweit abgeschlossen. Hier haben wir auch alles. Außer Lasagne. Oh, Lasagne war auch schweineteuer. Oh Gott. Ah, wobei, Lasagne habe ich jetzt 6-mal bestellt. Die passt ja nur, stimmt, die habe ich ja da doppelt. Die passt ja nur 4-mal dahin. Gut, ich habe ein bisschen zu viel bestellt. 2 Kisten zu viel, aber das, naja, das kriegen wir schon los. Das kriegen wir dann schon los. Das ist nicht so das Thema. Hier habe ich nochmal die Kuchen, die restlichen Kisten. Jetzt sind wir bei 5.765 Geld nur noch. Wir haben jetzt wieder so viel rausgeballert, weil wir das Lager wieder auffüllen mussten, bei so vielen Produkten und auch bei so teuren Produkten, dass uns das jetzt erstmal wieder zurückgeworfen hat. Dafür haben wir in den nächsten Tagen wahrscheinlich wieder ein bisschen weniger zum Nachbestellen, beziehungsweise günstigere Produkte. Ja, wohin damit? Ich falle ja hier schon überall drüber. Naja, ich lasse es trotzdem erstmal alles so im Weg rumstehen. Dann weiß ich wenigstens, wo die Kisten hingehören. Wenn ich hier langsamer entlang laufe, dann falle ich da auch nicht drüber. Es ist möglich. Gut, also. Was fehlt hier hinten noch? Nee, da ist noch was da. Wo muss es noch da? Das ist noch da. Okay, Rest haben wir, glaube ich, jetzt alles aufgefüllt, wenn ich nichts übersehen habe. Somit passt das alles? Ich würde dann sagen, wir läuten mal das Ende dieser Folge ein und machen dann in der nächsten Folge weiter. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob die jetzt morgen kommt oder übermorgen dann die nächste Folge. Müssen wir mal schauen, ob ich eine Alternative noch finde, die ich jetzt hier dann zeige jeden zweiten Tag oder ob wir halt doch erstmal das noch so weiter durchziehen. Vielleicht gibt es ja auch übers Wochenende ein Update für das Spiel. Das weiß ich ja jetzt noch nicht. Das erfährt dann der Zukunftstommy. Ja, momentan spielt ja der Vergangenheitstommy hier noch. Zukunftstommy ist dann morgen wahrscheinlich wieder für euch da. Beziehungsweise, ja, morgen oder übermorgen, damit eine aktuelleren Folge. Wer weiß, was am Wochenende noch so passiert. Genau. Ja, dann hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat. Falls ja, lasst auf jeden Fall ein Like da. Gerne auch den Kanal abonnieren. Gerne auch den Discord-Server beitreten. Link dazu ist in der Videobeschreibung oder auf der Kanal-Hauptseite. Findet man überall. Ja, gerne den Kanal natürlich auch mit der Mitgliedschaft unterstützen. Wäre mega nett, würde den Kanal sehr unterstützen und dir natürlich auch Vorteile verschaffen, wie einen wöchentlichen Upload-Plan. Und natürlich spezielle Rollen auf dem Discord-Server und so weiter. Und ja, wer auf der Suche ist nach diesem Spiel hier, kann gerne mal in die Videobeschreibung schauen. Dort gibt es auch einen Affiliate-Link, der euch zu Instant Gaming führt. Und wenn ihr euch dieses Spiel oder auch andere Spiele über diesen Link kauft, dann unterstützt ihr hier den Kanal. Für euch kosten die Spiele trotzdem nicht mehr dann. Vielen Dank für die Unterstützung und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge dann. Euer Tommy. Tschüss.